Welche Gitarre hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Und zwar geht es hier dabei um diese drei Schätzchen hier. Der Hannes hier, schön, dass du in diesem Video hier dabei bist. Wir haben hier drei sehr unterschiedliche Kandidaten am Start, auch wenn sie sich auf den ersten Blick vielleicht sogar ein bisschen ähneln. Einmal eine 70 Euro ja, Fender Stratocaster-artige Gitarre von der Firma Jack & Danny, J&D. Dann eine Fender Stratocaster American Standard und diese Gitarre für 70 Euro, die hier für ungefähr 1200 Euro und dann haben wir hier noch eine Fender Masterbuild, Garage Mod heißt dieses Ding, ziemlich kaputt gerockt, das aber ab Werk übrigens, für die, die das noch nicht kennen, die ist extra so und ich finde sie einfach rattenscharf, hat aber jetzt erstmal nichts damit zu tun, was wir in diesem Video hier besprechen wollen, nämlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie kann man das jetzt bestimmen? Wir haben jetzt hier eine Gitarre für 8000 Euro, eine für 1200 und eine für 70 Euro. Und da spielt natürlich jetzt nicht nur die Optik eine Rolle. Bevor wir loslegen, schau mal in der Videobeschreibung nach, da findest du viele nützliche und vor allem kostenlose Infos und Tipps und Tricks und überhaupt ganz viel cooles Zeug direkt zum Loslegen zu musizieren in meinem kostenlosen Crashkurs. Einfach auf meiner Webseite eintragen und los geht das Ganze. Es wird dir per Mail zugeschickt. Wie gesagt, absolut kostenlos. So, kommen wir jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema und zwar Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesen Gitarren. Welche hat das Beste? Und das Wichtigste ist, denke ich, jetzt mal vom Sound, ganz abgesehen, der natürlich bei einer Gitarre auch mitentscheidend ist, wie gut ist die Gitarre bespielbar? Und das ist ein Thema, worauf ich häufig angesprochen werde, wo gesagt wird, ich komme auf meiner Gitarre nicht gut klar, Hannes, liegt das an mir, bin ich einfach zu schlecht oder ist meine Gitarre einfach nichts, muss ich mir was Teureres kaufen? Ne? Das kann man ja auch denken, je teurer die wird, desto besser kann ich dann drauf spielen. Das ist nicht unbedingt so. Es ist vor allem auch häufig eine Einstellungsfrage, also nicht von euch nur, sondern auch, wie gut die Gitarre tatsächlich eingestellt ist. Das bedeutet, wie groß ist der Abstand zwischen Saiten und Griffbrett zum Beispiel. Ja, wie gut sind die Bünde an der Saite abgerichtet? Das heißt, stehen da vielleicht Kanten von den Bünden über, die unangenehm sind beim Spielen, wo man vielleicht sogar hängen bleibt. Wie gut ist die Gitarre insgesamt verarbeitet? Sprich, wie leicht lässt sie sich bespielen? Wie schnell kann ich drüber flitzen? Wie ist die Form des Halses beschaffen? Das sind alles die Wölbung des Griffbretts. Das sind viele Sachen, die erstmal nichts unbedingt mit der Qualität zu tun haben. Aber wie gut sie eingestellt ist, hat insofern was damit zu tun, dass du das auf jeden Fall beim Gitarrenladen, wo du dir die Gitarre geholt hast, oder wenn du sie gebraucht gekauft hast, beim Gitarrenladen deines Vertrauens machen lassen solltest, deinen Vorstellungen und Wünschen entsprechen, dass du gut drauf klarkommst. Man kann nämlich nicht unbedingt davon ausgehen, dass eine Gitarre ab Werk direkt super eingestellt ist. Deswegen hat auch Handling, neben der Optik, nicht unbedingt etwas mit der Preisklasse einer Gitarre zu tun. Diese Gitarre hier für 70 Euro habe ich mir nämlich so eingestellt, dass ich darauf gut klarkomme. Ich merke aber natürlich trotzdem bei den Komponenten, die verbaut sind, wie gut lassen die mich mit der Gitarre arbeiten. Also kommen wir zu vor allem erstmal dieser Hardware, wie ich es nenne. Ne, die, wie stabil bleibt die Gitarre in der Stimmung zum Beispiel. Ja, das hat was mit den Tunern zu tun hier oben, aber auch wie gut hier die Gitarre eingestellt und von ab Werk im Prinzip abgerichtet ist. Ja, wie gesagt, das hat was mit den Bünden zu tun, wie gut die abgeschliffen sind und so weiter und so fort, wie hochwertig hier die Hardware insgesamt ist, dass da die Saiten auch nicht reißen und so weiter und so fort. Und da ist das ist ein ganz entscheidender Punkt, der bei den ganz günstigen Gitarren meistens leider nicht so gut ist. Wir haben jetzt hier bei den teureren Instrumenten, die aber das Ding, dass die da gar nicht so weit auseinander sind, beziehungsweise meiner Meinung nach da die Luft sehr, sehr dünn wird. Und die Hardware, die hier verbaut ist, sei es jetzt der Tonabnehmer oder die Tonabnehmer hier und die Elektronik, die hinter den Schaltern und den Knöpfen steckt, eigentlich sehr ähnlich ist und nicht diesen unglaublichen Preisunterschied ausmacht.
insbesondere, das gilt auch im Prinzip hier für die Tuner, das macht jetzt nicht den Unterschied zwischen 1200 und 8000 Euro aus. Ja, also ihr müsst euch ja einfach überlegen, ihr könnt euch die Gitarre hier ungefähr 6-mal kaufen, anstelle die hier einmal, und die hier könnt ihr euch circa 100-mal kaufen oder eben diese hier und so weiter. Ihr versteht das Rechenspiel. Ihr kriegt bei dieser Gitarre hier ein sehr solides Verarbeitungs-Gitarrengerät in Sachen Hardware und Verarbeitung. Und die Elektronik, die hier drin ist, macht auch einen sehr guten Job, wie ich finde. Da geht noch mehr, je nach Bedürfnis auch. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, wie das Ganze hier klingt. Mit einem stinknormalen Akkord erstmal. Und dann könnt ihr erstmal sagen, ob ihr überhaupt einen Unterschied hört. Einmal A-Dur oder A-Power-Chord mit 1270 Euro gespielt. Kommen wir also zurück, wenn ich sage, die Hardware hat eine gewisse Qualität, geht es natürlich dann auch um den Sound. Aber Sound ist eben nicht nur das, was jetzt insbesondere hier bei so einem Video ankommt, sondern es geht auch darum, wenn ihr die Gitarre mal komplett unverzerrt spielt, könnt ihr schon bei einer Gitarre erahnen, was da auch bei einer elektrischen, die ja natürlich einen leisen akustischen Sound hat, zu holen ist und was nicht. Und das ist für mich sehr schnell dann zu sehen, wenn ich diese Gitarre mit dieser Gitarre nämlich vergleiche. Hier kommt nämlich schon unverstärkt ein sehr schöner Sound raus, ein sehr langanhaltender Sound. Er klingt unglaublich lange aus. Ich spüre die Vibrationen durch das Schwingen der Saiten sehr lange in meiner Hand hier sozusagen noch. Es vibriert so ganz leicht und das geht bei dieser Gitarre zum Beispiel deutlich schneller verloren oder ist gar nicht so prägnant zu merken. Das ist bei dieser Gitarre auch gar nicht schlecht, aber nicht ganz so extrem wie bei dieser hier, womit wir zu diesem Preisunterschied jetzt auch mal näher kommen. Oder der Erklärung, wo dieser Preisunterschied herkommt. Nämlich die Qualität des Holzes, inwieweit dieses Holz wirklich auch gute Schwingungseigenschaften hat. Das hört sich jetzt so ein bisschen nerdig an, dass das nur was für Freaks ist, die das überhaupt hören. Aber dadurch, weil man immer denkt, eine E-Gitarre, das ist ja nur ein Stück Holz. Nein, nein, das ist nämlich genau der Punkt. Es ist nicht nur irgendein Stück Holz. In der Regel haben wir bei diesen sehr teuren Gitarren bessere Hölzer oder Hölzer, die einfach besser geeignet sind für den Gitarrenbau und besser schwingen, resonieren, die Töne sozusagen auch länger anhalten. Rein akustisch, ich rede jetzt gar nicht von der Elektronik, die hier drin ist, da kann man sehr viel auch überlagern, ne? Insbesondere wenn man viel Verzerrung benutzt, werden diese Unterschiede nicht mehr so unglaublich krass hörbar, wie, deswegen habe ich eben mal diesen Akkord gespielt, wie man das vielleicht dann merkt, wenn man die Gitarre mal komplett trocken, ohne Verstärkung spielt. Also kommen wir dazu, je besser die Gitarre ist, desto besser wird die Hardware. Aber das hat eben auch ein Ende irgendwann. Diese Tonabnehmer kosten jetzt keine Tausenden und diese Tuner hier und die Brücke und der Sattel und so weiter, das kostet alles keine Hunderte und Tausende Euro. Aber die Qualität des Holzes spielt eine wesentliche Rolle. Ich finde aber trotzdem, dass man hier sehr viel, oder das, was heißt finde, das ist so, hier bezahlt man auch unglaublich viel Geld für diese optische Aufmachung, die sehr, sehr aufwendig ist, die ich unglaublich cool finde und die sehr cool aussieht. Und ihr seht, das fängt hier beim Griffbrett an, das sieht so total abgegriffen aus. Das ist hier so, hier oben
ist es noch hell, dann wird es hier so dunkel, als wäre die Gitarre wirklich über Jahrzehnte schon total gerockt worden. Und das ist eben ein sehr aufwendiger Prozess, der da sicherlich auch in diesen Preis mit reinspielt. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, das interessiert mich gar nicht, finde ich voll hässlich. Ich finde das hier, wenn das so schön neu aussieht, viel cooler und jede Katsche in der Gitarre möchte ich schon selber reingemacht haben. Das ist meine Gitarre und meine Geschichte. Kann ich total nachvollziehen und deswegen entscheide ich mich in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis auch für diese Gitarre hier. Sie hat eine wirklich gute Elektronik und Verarbeitung und sie hat vielleicht nicht ganz die Schwingungseigenschaften wie diese Gitarre hier. Das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt. Aus der Gitarre hier kommen die Töne fast wie von selbst rausgesprungen. Man spielt und hat das Gefühl, ich bin so eins mit der Gitarre. Das ist bei dieser Gitarre auch nicht schlecht, vielleicht aber nicht ganz so krass. Und dann muss man sich am Ende die Frage stellen, wie viel möchte man mehr ausgeben, um so diese letzten paar Prozentpunkte da noch rauszuholen. Diese Gitarre hier ist aber ein wirklich gutes Gerät, was ich auch als Profi sagen muss, mir auch in einem Live-Betrieb keine Probleme macht. Sie verstimmt sich nicht. Das liegt, ne, wie gesagt, an der Qualität der Hardware auch. Die ist wirklich grundsolide. Das ist geil, damit kann man gut arbeiten. Wenn man die gut eingestellt hat, kann man darauf sehr gut auch spielen und sehr viel Spaß haben. Sie verstimmt sich dann nicht exorbitant, was bei diesen sehr günstigen Gitarren dann häufiger doch auch mal passiert, dass sie im Live-Betrieb, wo es viele Temperaturschwankungen auch gibt, zwischen unglaublich heiß, schwül oder eben auch mal ein Windzug da irgendwie Open Air durchgeht, wo es sehr kalt ist und man nur Probleme hat mit Verstimmungen. Und das ist bei der Gitarre hier aber nicht so, ist wirklich sehr solide, habe ich mit der Gitarre auch nicht. Aber da muss man sich eben die Frage stellen, 6 Stück hiervon oder eine hiervon. Und deswegen ist mein Preis-Leistungsgewinner tatsächlich diese Gitarre hier. Sie bietet unglaublich viel Gitarre für die Kohle, die man da raushaut. Und wie viel man dann mehr ausgeben möchte, es gibt sicherlich auch noch mehr Gitarren, die dazwischen liegen. Und da kann man auch unglaublich viel Spaß mit haben. Ich kann euch nur trotzdem mal, ich habe auch früher immer gemacht, die Gitarren mal angespielt, die vielleicht auch außerhalb meines Geldbeutels waren. Und ganz am Anfang hatte ich eben so eine sehr günstige und habe mich da immer weiter nach vorne entwickelt. Hatte auch irgendwann eben diese hier oder aus diesem Preissegment. Und ich möchte nur auch mit auf den Weg geben, dass dein Können erstmal nichts damit zu tun hat, was für eine Gitarre du dir kaufen solltest. Wenn du Bock hast, dir direkt am Anfang so eine Gitarre zu holen, hey, warum nicht? Auch auf der kann man C-Dur lernen und das Ganze klingt ab einem gewissen Punkt noch viel cooler, sage ich jetzt mal so. Und es fühlt sich auch einfach cool an. Das ist auch etwas, das kann man sehr schwer vorspielen oder jemandem erzählen. Man muss diese Instrumente dann mal in der Hand gehabt haben, um zu wissen, was das bedeutet, wenn eine Gitarre dann so stark resoniert und schwingt und man wirklich denkt, wow, das lebt richtig, das Instrument. Und es gibt eben auch tote Instrumente. Ich habe aber auch schon bei teureren Gitarren gemerkt, da vibriert es nicht so gut. So, das nehme ich einmal kurz in die Hand und merke direkt, die Gitarre spricht nicht. Und das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber ist tatsächlich so, ich bilde mir ein, dass ich relativ schnell rausfinde, ob die Gitarre mir gefällt oder eben nicht. Und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, aber ist diese für mich mit dieser Gitarre hier gegeben. Sie macht Spaß zu spielen, solide, vernünftige Hardware, ist gut einstellbar und lässt einen in Live-Studio- und Probesituationen einfach nicht im Stich. Und es gibt, wie gesagt, ja auch viele Varianten davon. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was diese ganzen unglaublichen Unterschiede da so sollen bei den Gitarrenpreisen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann dir nur noch mal meinen Crashkurs ans Herz legen. Den findest du in der Videobeschreibung. Da findest du als Einsteiger auch viele, viele nützliche Tipps, tonnenweise Akkorde und Songs, die du direkt lernen kannst. Also auch vorbeischauen lohnt sich da. Und nochmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!